Das Thema mit der Deforestation, dazu muss man klären, dass wir hier in diesem Land Gesetze haben, das Gesetz 422 und die Reglementierungen dazu regeln ganz genau, wie man einen Wald hier umsetzen kann in einer Weidefläche oder in einer Ackerfläche oder was immer man will. Deshalb heißt das nicht Deforestation, das ist dann, wenn man nicht eine Erlaubnis dafür hat. Aber wir haben die Erlaubnis dafür und in dem Fall der Kooperativen sprechen wir immer von den Planes de Uso und Planes de Manejo. Die müssen vorhin gemacht werden, die müssen die Erlaubnis von Infona und von SEAM haben und dann können wir eine Rodung vornehmen in der Form, dass wir uns nach den Gesetzen richten und dort ist vorgeschrieben, dass mindestens 45% des Waldbestandes stehen bleibt und der Rest kann entwickelt werden für andere Zwecke. Und das ist, was wir tun. Als Verwaltungen der drei Chaco-Kolonien sind wir ganz besonders bemüht darum, dass diese Gesetze eingehalten werden und dass wir uns darum bemühen, dass dieses Gleichgewicht auch bestehen bleibt. Wenn jetzt eine Gruppe von politischen Bewegungen oder auch ONGs darauf drückt, das Nullrodungsgesetz einzuführen, dann meinen wir, ist das keine Option. Mir ist klar, dass das verschiedene Meinungen darüber gibt, aber wir haben genug Argumente hier im Chaco und genug Erfahrung, dass wir sagen können und dass wir auch sagen können, dass wir fähig sind, ein Nullrodungsgesetz entgegenzuwirken. Wir sind Genossenschaften, die Lebensmittel produzieren, ob das nun Fleisch, Milch, Erdnüsse, Gurken oder Öl oder irgend sonst was ist. Und dazu braucht man einfach Land. Und wir meinen, wenn man das in einer verantwortungsvollen Form tut, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen der Natur und der Produktion, das ist nämlich ganz wichtig, dass diese Harmonie bestehen bleibt. Dass sehr viele Leute hier kommen, aus San Pedro, aus Concepción, von den verschiedenen anderen Departementen, um Arbeit zu suchen. Wenn wir jetzt wirklich ein Nullrodungsgesetz auf den Kopf gestülpt kriegen, dann meine ich, würde sich da sehr vieles ändern und das wird auch unsere Wirtschaft sehr beeinträchtigen. Ich denke, dass sehr viele Leute hier kommen, aus San Pedro, aus Concepción, von den verschiedenen anderen Departementen, um Arbeit zu suchen. Wenn wir jetzt wirklich ein Nullrodungsgesetz auf den Kopf gestülpt kriegen, dann meine ich, würde sich da sehr vieles ändern und das wird auch unsere Wirtschaft sehr beeinträchtigen. Ich denke, wir sollten bewusst dran gehen, weiter in diese Richtung arbeiten, verantwortungsvoll mit der Natur umgehen, natürlich, aber das Nullrodungsgesetz kann meines Erachtens keine guten Konsequenzen bringen.